Leute, ein einziges Spiel steht uns noch an in FIFA 23. Danach sind wir durch. Wie gesagt, es kann sein, dass doch die Frauenfußball-WM kommt. Wenn es spielbar ist, dann werden wir sie wahrscheinlich noch dranhängen. Aber dann ist wirklich safe Schluss. Was die Karriere mit Bilbao betrifft, ist es definitiv heute unser letztes Spiel. Das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain. Das wollen wir uns nochmal antun. Und dann ist Schicht im Schacht. Da die Pressekonferenz war nicht überspielen. So, jetzt wollen wir nochmal mit Paris, gegen Paris. Was machen? Drei englische Teams in Folge haben wir verzaubert. Jetzt wollen wir den französischen Vertreter entzaubern. Auf geht's. Finale. Heute fällt die Entscheidung. Alle sind gespannt. Alle sind nervös. Bleiben Sie dran. Wir zeigen Ihnen heute die Partie PSG gegen Athletic Bilbao. Willkommen zu einem der wichtigsten Spiele des Fußballjahrs. Ja, vielleicht zum wichtigsten Spiel überhaupt. Finale der UEFA Champions League. Die Spieler freuen sich, die Zuschauer freuen sich und wir beide auch. Wolf Fuß und Frank Buschmann, das gewohnte Team, ist also auch heute wieder für Sie am Mikrofon. Und in wenigen Minuten geht's hier los. Paris Saint-Germain gegen Athletic Bilbao. Finale in der UEFA Champions League, der wichtigste Tag im Fußballkalender seit jeher, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist das Spiel, das jeder gerne mal bestreiten möchte und das natürlich jeder gerne mal gewinnen möchte. Hier werden Legenden geboren. Vor allem schließlich ein Kreis. Wie gesagt, mit Bayreuth haben wir in der vierten Saison den Titel geholt gegen eben jenes Paris. Und mit Bilbao möchte ich das jetzt auch abschließen. Und dann beenden wir unsere FIFA 23 Karriere nach 6 Saisons. 4 auf der PS4, 2 auf der PS5. Bevor es dann am 29.09. mit EAFC weitergeht. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Im Tor heute Gianluigi Donnarumma. Marquinhos spielt mit Aymeric Laporte in der Abwehr und Kein Messi, kein stürmt Neymar. gemeinsam mit Harry Kane. Die ja beide sowieso den Club verlassen, beziehungsweise verlassen haben. Ist das Gündogan? Naja, ne? Mit der 13. Sieht zumindest aus. So, hier sind unsere Helden. Werden sie auch zu großen Helden, zu Superhelden und beenden nur diese Saison. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Uns fällt der Zentrale Kapitän aus. aufgestellt und es bieten sich ja auch noch die Es Möglichkeiten, fällt nach mit außen gefährlich zu Muniain, werden. unser Captain, aus, unser Herzstück auf links. Merino soll es versuchen. Wer gewinnt das Finale der UEFA Champions League? Die erste Spielhälfte läuft, es wird spannend. Kane. Nordi Mukiele. Ein Pass mit viel Auge. Abseits, oder? Jetzt hat er den Ball. Schuss kommt nicht durch. Williams. Wir freuen uns heute auf das. Ah, Moment, jetzt liegt was in der Luft. Da ist Ja! er. Klasse. So kann man schon mal in ein Champions League Finale starten. Niko Zarin spielt die Spiel, okay, und dann direkt im Champions League Finale. Wir führen mit 1 zu 0 gegen Paris. Wir haben eine gute Chance gehabt, wenn ich ja nutze, jetzt nutzen wir sie direkt. Und da kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Gegen Verratti das, gegen Shaw. Das Laufduell gewonnen und dann. Verratti spielt schon, Verratti spielt ja Paris. Bei Menu. So wollte ich, also mit dieser Karriere jetzt hier. Aber wie gesagt. Inyaki macht Tor Nummer 16. Ihm fehlen jetzt noch ein und zwei. Eins, um es einzustellen und zwei, um einen neuen Rekord aufzustellen. Da geht er vorbei. Mendes. Kylian Mbappé-Lotin.
Mbappé ist raus. Ist der Nummer? Ja, dann spiel doch mal. Geh doch, geh doch. Für uns. Weil aber keiner da mal immer auf die Idee kommt. Ja, setzt sich schön durch. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Kein Problem. Das war ein bisschen zu wenig. Wenig Zug dahinter. Diesen Pass holen sie sich. Harry Kane. Nur noch der Torwart vor sich. Na, weil der noch in dem Moment dazwischen einer dazwischen gegangen ist. Weil ich mich schon wieder in Position bringen wollte, zum Abschließen, zum Ansteigen oder zum Abschluss. Milinkovic-Savic. Jetzt der Angriff über Mbappé. Gute Grätsche. Sie haben war gar nichts, Schiri. Manuel Sanchez gegen Mukiele setzt sich durch. Flanke kommt rein. Nein! Dani Olmo. Ja, das kann halt, das kann sich vielleicht noch rächen. Wie gesagt, ich möchte es jetzt irgendwann durchhaben. Das ist das letzte Safe, das letzte Spiel. Zumindest was die. Ruhiger Spielaufbau, wo ist die Chance für den Pass? Ganz klar, der Ausgleich muss her. Habt ihn. Das macht er sehr gut. Paris hat so dicke Defensivprobleme. Ich habe mich schon gefreut, dass er drin ist, aber nein, ist er nicht. Leider nicht. Hier mit etwas über eine halbe Stunde rum. Laporte, ja. Kriegt den irgendwie noch rausgeklärt. Paris hat dicke Probleme. Da ist Mbappé. Gutes Tackling. Die Möglichkeit. Jetzt schießt er. Das war jetzt die erste gute Chance für Paris. Durch. Aber ich bin mal besser im Stadion, okay? Vielleicht eine gute Gelegenheit. Abseits. Hat er mit. Ach Mann, ey, ich sag ja, dieses Spiel. Manchmal nervt mich das. Da kriegt der Gegner ein bisschen Oberwasser. Kriegen nur noch Elfmeter geschenkt. Kane. Kann der Ausgleich werden. Ja! Ja! Entschuldigung. Kepa hält, Ball ist noch im Spiel. Kepa. Ja! Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Wenn wir über die Gründe für den Rückhalt. Ja, das war keine Ahnung, das war scheiße. Sie haben ihre Möglichkeiten, aber da müssen sie entschlossener werden. Ball in Zeit. Ja, so wirklich Möglichkeiten, so wirkliche Möglichkeiten hat Paris auch nicht. Williams. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Jetzt kommt die Flanke. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Williams. Gute Chance. 2-0. Oh, ja, Sabal. 0-2. Zur Nachspielzeit. Boah, war der wichtig, dieser Elfmeter, dass der gehalten ist. Das war meiner Meinung nach, war es nämlich keiner. Also, oder? Weiß nicht, ob es nicht mehr war, war es wahrscheinlich einer. Aber, ja, der Gegner kriegt wieder ein bisschen Oberwasser plötzlich. Und dann, aber jetzt steht es mit 2-0 erstmal. Ganz, 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 ganz wichtig. Ich will dieses Ding mit dem Champions-League-Finale abschließen. Und dann habe ich alle Titel, bis auf den einen. Bis auf den spanischen Supercup gegen Atletico. Aber sonst haben wir sie dann alle. Dem wird das auch keiner zurückgeben. Aber das ist am Ende eh wurscht. Aber wir haben tatsächlich dann mit dem Champions League Finale alles abgeschlossen. Aber jetzt nochmal, come on. So, weiter geht's jetzt mit dem zweiten Spielabschnitt in diesem UEFA Champions League Finale. So wirklich viel hat Paris nicht auf die Reihe bekommen. Zumindest nicht nur mit dem wirklich mit dem Elfmeter, ja. Williams. Williams
Was ist denn auch mal nutzen? Platzierter Ball, aber platziert genug. Wenn du so hast, dann darf man es auch mal nutzen, liebe Leute. Harry Kane. Ne, nichts wirklich. Da trennt er ihn fair vom Ball. Viel mit Auge. Maurice, der den. Der Dings noch entzaubert hat. United entzaubert hat. Jetzt hat er mal die große, große Situation. Damit sind sie also nicht. Der könnte uns ausgehen, oder? Nee, könnte er nicht. Ich darf jetzt nicht abhaken. Hat das mit. Hat für uns. Wenn sie doch. Ist hier immer noch am Ball. Immer wieder schaut er, wo ist die Lücke? 3-0, Williams. Tor 17. 57. Spielminute. Jetzt muss Paris aber richtig aufwachen. Das war kein Glanzstück der Abwehr. Wir sehen es hier in der Wiederholung. Ja, Maurice, wie gesagt, der sich gegen United reingespielt hat im Halbfinale. Der komplett United entzaubert hat mit seinen Situationen und macht sie dann auch eiskalt. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Es sieht so aus, als würde sich ähnlich wie damals gehen mit Bayreuth. Da haben wir nämlich auch 3-0 geführt, am Ende 3-2 gewonnen. Mbappé gibt den Ball her. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Kein Abseits, Maurice, der Franzose. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Gehalten, aber die Chance ist noch nicht vorbei. Ja! 18. Champions League Tor! Da ist er dann am Ende. Der Rekord, der neue. 4-0, 65. 25 Minuten müssen wir noch durchhalten. Aber ich denke, so wie Paris momentan nichts auf die Reihe bekommen hat, ist es durch. Irgendwie fällt er dann doch runter. Donnarumma kommt nicht hin. Wenn ist es dann durch, dann hat er dann 18. Und wir beenden das FIFA 23 mit dem Champions League Titel. Partie. 18, ja. Nuno Mendes. Harry Kane. Mbappé. Alle Spiele hat er gespielt, nicht ein Spiel hat er gefehlt. Athletic Bilbao ist die spielbestimmte Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Torgefahr ummünzen kannst, dann kommt eben eine Führung dabei rum. Im Moment sind sie nicht im Ballbesitz. Sie müssen hinten aufpassen. Mbappé, Mendes, Kane. Und es ist wieder kein zu Null. 73. 1-4. Ich hoffe, dass es nur das eine kleine Strohfeuer war. Kurze Distanz, da steht der Gold richtig und das ist dann kein Problem. Mbappé, Mendes, Kane. 4-1 jetzt also. Gutes Taking. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Glück gehabt, dass der Game Milinkovic Savic da noch um was da. Mbappé. Da ist er alleine durch. Stark, das war's mit der Chance. Zu Belia. Gegen Kim Mbappé, Weltklasse. Der hat ja, wie gesagt, die eine Situation gehabt. Nein, es war kein Elfmeter. Chance für Mbappé. Irgendwie macht's doch. Oh, 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 oh. Bitte nicht, liebe FIFA. Versorgen wir jetzt nicht mal den Abschluss. Kane, Doppelschlag. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Mendes. PSG mit dem Wechsel.
Gorosabel. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Gute Chance für Oyarzabal. Elfmeter. Es gibt Elfmeter für uns. Warte mal, Sunshit. Ich denke, wenn wir jetzt das Ding durchziehen, wird jetzt nichts mehr passieren. Es gibt Handelmeter Laporte mit dem Handspiel. Und da können wir wieder auf plus 3 stellen und dann ist das Thema gegessen. Ja, ich weiß, es ist ein klares Handspiel. Ich hoffe, es ist mir zu wichtig, oder? Ich könnte Kepa schießen lassen. Nein, wir machen es anders. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Nein, nicht das Tor. Wollte den jetzt rein? Okay, jetzt hat er mir den Elfmeter noch versaut, weil ich zu lange gezögert habe. Das wäre das Siegtor gewesen. Und Kepa. Da wieder jede Minute. Wir sind immer noch 2 vor. Lass Paris jetzt bitte nicht noch da rankommen. Ecke kommt ins Zentrum. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Der ist weit, weit raus, der Ball. Laporte. Nordi Mukiele. Das ist Guerrero. Ja, das Ding machst du durch. Harry Kane. Kepa, Mbappé. 3-4. Ich bin froh, dass wir diese 4 Tore gemacht haben. Ich wette nicht, dass er jetzt 10 Minuten aus noch. Ah, der ging also noch mal reinkommen. Schau nochmal auf das Tor, nimmt die kurze Ecke und da rechnet nicht jeder mit. Drin ist der Ball. Nein, passiert nicht. Ich bin froh, dass wir diese 4-0 Führung rausgeballert haben. Sonst wäre das Thema durch gewesen. Aber es ist ähnlich wie damals bei FIFA 23 mit Bayreuth. Der klare Führung und der Gegner kommt bis auf eins ran. Auf dem Rasen, auf der Tribüne, was für Szene. Aber wir sollten auch die Verliererseite nicht vergessen. Auch da müssen wir sagen, Kompliment zu einem guten Spiel, zu einer guten Saison in diesem Wettbewerb. Das sehe ich ganz genauso. Jetzt ist aber auch Sense. Immer wieder begeistert. Auch, es ist nun mal so, wenn sie heute den Kürzeren gezogen haben. Die Spieler jubeln, die Spieler freuen sich. Und es fehlt nur noch eins. Der Pokal. Der Pokal. Der Pokal. Da ist er, der Pokal. Der Pokal. Da ist der Pokal. Ein besonders schöner Pokal. Ja, du willst den jetzt aber auch. Williams, der Beste dieser Saison überhaupt. 18 Tore hat er gemacht. 3 hat er heute von seinen gemacht. Das ist doch nicht zu fassen. Ich liebe den Pokal. Das ist der Champions League. Jetzt haben sie ihn. Jetzt haben sie ihn. UEFA. Bilbao. Kann nicht jeder von sich behaupten. Der Pokal ist immer dabei. Der Pokal. Fontänen, Feuer, das ist ein bisschen was für dich. Ich erfreue mich einfach am Pokal. Und die Spieler auch. Das ganze Geklimper außenrum ist ihnen vollkommen egal. Dieser Moment bleibt für immer. Das ist der Champions League-Sieger. Das ist die Spitze des europäischen Fußballs. Herzlichen Glückwunsch. Auch in diesem Jahr waren die Fans dieser Mannschaft ein Element. Immerhin 2 Titel von 4 die Saison. Die Niederlage gegen Real im Pokal, gegen Atletico im Supercup. Aber hier auf dem Weg konnten sie keiner stoppen, vor allem nicht die Engländer. In der Gruppenphase United, Achtelfinale City, dann Chelsea, erneut United und dann war es Paris im Finale. Champions League-Sieger in diesem Jahr. Gibt nochmal ein schönes Bildchen zum Abschluss. Und das wird garantiert in Erinnerung bleiben. Dein Bild geht um die Welt. Das 4-3 gegen Paris wurde nochmal enge. Aber wenn der Elfmeter drin gewesen wäre, gut, dann wäre es 5-2.
wäre es 5-2 gewesen. Naja, am Ende ist es eh wurscht. Wir haben es geschafft. Punkt. Ende aus. Es kann uns niemand mehr nehmen. Wir sind Champions League-Sieger mit diesem 4-3 gegen Paris. Zu 0 konnten wir kaum ein Spiel gewinnen. Oder eigentlich haben wir überhaupt 1-0 gewonnen. Gibt es das irgendwie? Kann man das mal nachgucken? Moment, Teamzentrale. Finanzen. Nee, warte mal, wo war das jetzt? Zentrale, Tabelle. Kann ich mal die irgendwie gucken? Ob das irgendwie Möglichkeit. Ob das irgendwie man so mal sehen kann? Spielerstatistiken, Ziele. Die Ziele haben wir ja alle geschafft. Halbfinale erreicht, Champions League Halbfinale erreicht. Wir haben alles gewonnen. Aber kann ich das irgendwie mal. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, das mal zu sehen? Warte mal, Statistik. Spiele zu null. Ich würde gern. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu sehen, dass man die Spiele mal zu null, eigentlich Tore, Vorlagen. Eine Vorlage hat er sogar gekriegt. Da war irgendwo eine Vorlage, ja, in der Champions League, in der Gruppenphase, glaube ich, war es. Da hat er, glaube ich, einen Abschlag-Tor gemacht. Aber ich glaube, ich sehe jetzt nicht, dass irgendwo. Ach, hier steht es tatsächlich allgemein. 5 Gegentor, 5 Spiele ohne Gegentor. Also 8 haben wir insgesamt ohne zu 0 gemacht. 8 haben wir ohne Gegentor gemacht. Eine Vorlage gemacht. Tore hat er keine gemacht. Ja. Ich dachte erst, wir hätten gar keine geschafft. Gut. Ja, liebe Leute. Das war die FIFA 23 Karriere. Mit Athletic Bilbao. Wir haben ja Bauspiele angefangen auf der PS4 noch. Jetzt haben wir dann die auf der PS5 durchgezogen. Ja, was bleibt zu sagen? Dankeschön auf jeden Fall für 6 Saisons Treue. Und also wie gesagt, 4 mit Athletic Bilbao, mit Bayreuth, wo wir dann den Champions League-Titel geholt haben. Da haben wir ja fast alles, haben wir ja, glaube ich, alles gewonnen in einer Saison, das Triple sogar. Jetzt haben wir es mit dem Bilbao nicht ganz auf die Reihe bekommen. Da haben wir das Double gewonnen aus Champions League und Meisterschaft. Pokal haben wir gegen Real verloren, 1-3. Jetzt Spanisch Supercup haben wir verloren mit auch 1-3, glaube ich, gegen Atletico. Aber da haben wir ein bisschen rotiert. Da ist es halt einfach so. Naja, wie dem auch sei. Ich bin raus für heute. Wir sehen uns. Wenn ihr Bock habt, entweder sehen wir uns jetzt demnächst wieder mit der Frauenfußball-Weltmeisterschaft, wenn ihr Bock drauf habt, wenn sie noch spielbar ist. Oder ansonsten sehen wir uns am 29.09. wieder auf diesem Slot mit FIFA, mit EAFC. Ansonsten läuft jetzt erstmal Rainbow Six Siege hier auf diesem Slot. Wenn, wie gesagt, die Frauenfußballmeisterschaft nicht da ist. Und wenn Rainbow, wenn die Zeit dran ist. Ansonsten endet hier der Slot erstmal um 16 Uhr. Gut, ja, ich bin raus. Ich habe zu danken und bis bald. Tschüss.